Hallo und herzlich willkommen zu Conan Exiles und Angels kleinen Bauprojekten im Kreativmodus. Jetzt mit dem neuen DLC Age of War dann auch. Ja, ich habe mir heute gedacht, ich gucke mal, ob auch der Spielstand noch funktioniert. Und er funktioniert noch. Und dann bin ich so ein bisschen über die Map gereist und bin dann hier oben gelandet. Auf dem Südaquädukt. Richtung Bresche vor der Unterbrechung. Und ich habe mir nämlich gedacht, wenn man sich den Trailer anguckt. We are Empire and War. Zum zweiten Kapitel von Age of War. Wenn die Stygier ihn angreifen, greifen sie ja mit Katapulten an und ähnlichem. Also wenn man schon mal eine Base hat, die nicht beschossen werden kann, ist es, glaube ich, ein großer Vorteil. Hier ist natürlich jetzt ein Platz, der nichts für Anfänger ist. Und hier muss man auch weit laufen, um an Rohstoffe zu kommen und ähnliches. Laden der Herausforderung fehlgeschlagen? What? Was? Ich wollte nur die Map schließen. Ja gut, Conan hat im Moment seine Probleme. Ja, hier hinter der festen Struktur ist dann unser erstes Tor, das in dem Fall nicht beschossen werden kann. Dann gehen wir mal rein. Hier haben wir den ersten kleinen Vorraum und hier oben sehen wir schon, da sind so Lücken, wo man runterschießen kann. Dann geht es durchs zweite Tor. Ja, hier kann man theoretisch auch nochmal Wachen reinstellen oder ähnliches. Hier geht es dann auf beiden Seiten nach oben. Und von hier oben aus kann man dann runterschießen. Auf die Gegner. Anschließend kommt dann unser drittes Tor und wir kommen dann in unseren, langsam in unseren Base-Bereich, würde ich sagen. Ja, hier nochmal ein kleiner Vorraum, auch wieder eine Tür, ein größerer Raum, nochmal ein kleiner Flur, wieder mit einer Tür, gut, zwischendurch fehlen noch Türen, nochmal ein größerer Raum, dann geht's nach oben. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir stehen jetzt auf einem Fahrstuhl. Oh, der nach oben ist. Und gleich runterkommt. Gut, gucken wir uns erstmal hier um. Hier habt ihr dann nochmal einen Raum. Auch hier kann man dann auch nochmal runterschießen. Man könnte da jetzt zwischendurch auch nochmal eine Tür einsetzen. Ist der Fahrstuhl jetzt da? Kommt der? Nö. Oder ist der Knopf wieder hier? Ach, da ist der Knopf. Okay, dann warten wir jetzt kurz auf den Fahrstuhl. Weil Fahrstuhl wahrscheinlich... Hallo? Am sichersten? Dann kommen wir hier auf die nächste Ebene. Und dann geht's weiter. Ich will nur gucken, wo der Knopf wieder ist. Wo ist er? Sieht jemand den Knopf? Der wird wieder von der Tür verdeckt, ne? Nö. Wo ist denn der Knopf? Wo ist der Knopf für den Fahrstuhl? Okay, die Tür ist nicht schon. Hier? Oh. Ach, da ist der Knopf. Ja, super. Okay. Zu der einen Seite ist es jetzt offen. Okay. Und da muss ich nochmal bei. Ja.
dann geht es nochmal nach hier oben und hier ist dann nochmal ein großer Raum, den man theoretisch auch noch höher treiben kann, wie man möchte. Dann gucken wir uns die ganze Geschichte mal von außen an. Also denkt das, euch das jetzt hier zu. Ja. Weiß ich nicht, habe ich eben mal so ein bisschen rumgesponnen. Einfach, weil ich mir immer noch nicht ganz im Klaren bin, wie das funktionieren soll. Mit dem kommenden Angriff in der Stygia. Besonders, wenn man alleine spielt im Singleplayer. Weiß ich nicht, wie man sich dagegen verteidigen soll. Wenn das auch nur annähernd so ist, wie im Trailer. Nun, ich denke, hier bieten wir denen auf jeden Fall die wenigsten Angriffsflächen. Und ja, man kann seine Verteidigung natürlich in die Richtung noch beliebig ausbauen oder seine Base. Ich gehe davon aus, dass die irgendwo dann spawnen werden. Die werden ja nicht angelaufen kommen. Aber hier kann man theoretisch auch wieder ein Tor reinmachen. Und eine gerade Linie zum Beschießen gibt es ja auch nicht. Man könnte also hier locker nochmal ein Tor vorsetzen. Weil erst wenn sie da stehen würden, könnten sie gerade schießen. Und dann könnten sie nach meinem Empfinden das Tor, wenn es hier in dem Durchgang versteckt ist, nicht treffen. Ja, meine Idee so. Allerdings gibt es ja auch die Treppe. Da können sie natürlich hochkommen. Müsste man dann dementsprechend auch zumachen, aber ich denke, wenn hier zu ist, kann das, glaube ich, von unten auch nicht beschossen werden. Weil, wo sollen die da stehen? Um da drauf zu schießen. Ist mal einer so, ich denke, der sicheren Plätze. Gibt es natürlich noch mehr von auf der Basis, auf der Map. Aber ist jetzt halt kein Plateau irgendwo im Meer oder so. Oder auch hier gibt es ja noch Plateaus, wo man nur hochkommt, wenn man klettert. Ich denke, da kann man auch nicht beschossen werden oder so einfach angegriffen werden. Aber das war jetzt mal so meine kleine Idee, wie man sich vor den Angriffen schützen kann. Einfach indem man nicht zerstörbare Objekte nutzt. Es sei denn, es ist buggy und die können da durchschießen. Dann war die ganze Idee natürlich für ein Popo. Ja, ich werde die Base jetzt hier nicht noch einrichten oder so. Ich wollte euch das nur mal kurz zeigen. Ein kurzes Video so zwischendurch. Und ja. Weiter werde ich mich jetzt auch hier mit dem Gebäude, denke ich, nicht beschäftigen. Ich wollte euch das nur mal zeigen. Ihr könnt mich ja gerne mal wissen lassen, ob ihr denkt, ob das sicher ist. Oder ob ihr eher denkt, nicht. Aber für mein Empfinden, jetzt geht es mir gerade um die das Beschießen mit Geschützen. Und so denke ich, sowas schon eine ganz sichere Angelegenheit. Na gut. Ich will es ja auch nicht unnötig in die Länge treiben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.